Hallo, grüß euch. Ich bin's, der Tom, mit dem Rennski-Test vom Aachensee 3-Täler-Lauf. Ihr seht, ich bin mit einem Fischer gelaufen. Die Verhältnisse waren super, war kompakter Schnee, kornlig, in der Früh minus 4 Grad. Die Spur leicht eisig und einfach lässig schnell, genau eigentlich meine Verhältnisse. Und ich bin mit einem Doppelstock-Ski vom Fischer gelaufen, ihr seht, mit einem Double-Bowling, mit einem universalen warmen Schliff, der ganz normale Standardschliff von der Firma Fischer. Weil eben in der Früh war es kalt, oder kalt, aber minus 4 Grad. Hinten raus warm, in die Täler rein ist immer schwierig, weil da ist natürlich im Schatten, in der Sonne, da braucht man relativ universalen Ski. Ich habe noch Nassschnellski dabei gehabt, weil man halt dachte, es wird warmer und nässer, haben sie natürlich auch getestet, aber die waren in der Früh nicht ganz dabei. Mit einem groben Schliff und eben ganz kurze Auflageflächen. Aber eben wie gesagt, der war immer früh wesentlich schneller, der Ski. Und ich bin froh, dass ich ihn gewählt habe, weil ich habe bei alle drei Tälern einen guten Ski gehabt und im letzten Tal einen super Ski hinten raus. Vor allem dann, wo es ein bisschen gräßlicher geworden ist und aufgelaufen, muss ich sagen, Bomben, Raketen am Haxen. Und ja, war ein riesen Gaudi natürlich. Zufrieden bin ich auch. In meiner Altersklasse bin ich Zweiter geworden. Die Steigungen habe ich noch gemerkt, dass ich vor der Krankheit noch ganz hundertprozentig spritzig und giftig bin. Aber ein zweiter Platz, gesamt Achter, muss ich sagen, bin ich zufrieden. Strecken ist sie ganz meine, weil es halt relativ viel aufwärts geht mit knapp 800 Höhenmeter und bin ja jetzt nicht unbedingt gerade der Parkflow. Aber am Runterweg war ich sicher einer der schnellsten, auch dank meinem Ski. Dann viel Spaß bei den nächsten Rennen. Macht es gut, trainiert brav. Und ich werde beim nächsten Rennen natürlich wieder einen Test machen. Macht es gut, bitte.